diese Konstruktion, dieses Flugzeug hier slowakisch zugelassen, einen zweiten Anweg hierher genommen. Wunderschön hier zu sehen, dieses aerodynamisch sauber gestaltete und perfekte Zustand hier fliegt zu Flugzeug. Leute wissen was Schönes und ich glaube, dass die zurückgekommen sind, bestimmt auch ihr Übriges dazu beigetragen haben, indem sie von den Flügen geschwärmt haben hier über der Hahnweide. Ja, aber liebe Zuschauer, wenn Sie dennoch mal hier die schöne Gegend der Hahnweide, die Schwäbische Alb aus der Luft anschauen wollen, das können Sie natürlich selbstverständlich auch zu einem anderen Zeitpunkt. Wir fliegen hier eigentlich immer bei einigermaßen schönem Wetter an den Wochenenden. Und das Flüge auch außerhalb des Programmes hier. Und wenn Sie Lust haben zu fliegen oder auch das Fliegen zu lernen, informieren Sie sich hier bei uns an den verschiedenen Ständen der Vereine, unseren Verein buchen können. Unter anderem auch hinter den Hallen gibt es eine ganze Verkaufsstraße. Also auch wenn man mal kurz eine Pause machen möchte, vielleicht kurz in den Schatten drehen möchte, eine gute Gelegenheit, sich an den Ständen einmal umzuschauen. So, die Thunderbolt jetzt im Endteil von links. Schönes, breites Fahrwerk, große Landeklappen. Jetzt schön mit gezielten Seitenmotorausschlägen die Richtung halten, aber jetzt sind in die Bremsen getreten. Ist schon ein Riesenflugzeug. Wunderschön gelandet, die Hawker Sea Fury. Herzlich willkommen auf der Hahnweide. Schön, dass es jetzt geklappt hat. Mit Fortlauf der Dauer des Krieges immer mehr Unfälle am Boden. Es wurden immer unerfahrenere Piloten, die quasi im Schnelldurchgang auf den Maschinen geschult wurden, in den Einsatz geschickt. Und mit ein bisschen Seitenwind und Bögenwind und schlechten Pisten gab es da ganz, ganz viele Start- und Landeunfälle. Das wird man vielleicht auch gleich sehen, dass es sehr kippelig ist, die ganze Geschichte. Immer eine Herausforderung. Das ist halt was für Profis. Organisiert hat, ganze Aufbauarbeit, das Versorgung, Catering, die verschiedenen Zelte von Fliegergruppen aus Neckartal, SCS Stuttgart, ACS Stuttgart und FSV Nördlingen. Also viel Widerstand. Erlingen, vielen Dank dafür. Thank you.
So, jetzt im Anflug die AT-11. Kurz Vorbereitung. Ja, und schauen Sie sich das jetzt nochmal an aus der Nähe bei der AT-11, der mittleren, im Hauptrumpf, diese Glas- oder Plexiglas-Kuppel vorne. Kompliziert und sehr flexibel. Die Extra 300L jetzt in der doppelsitzigen Version, der Extra 330 SC, die wir vorhin gesehen haben. Im Innenteil haben wir jetzt unseren Matze Halber mit der Hawker Hurricane. Anfluggeschwindigkeit ca. 100 Meilen, das sind etwa 160 km/h. Also relativ langsam. Jawohl, wunderbar gelandet. Ein relativ breites Fahrwerk und relativ große Landeklappen. Ich bin herzlich bedankt, dass ich hier sein darf, dass ihr mich da mit der Messerschmitt hier akzeptiert habt. Es ist wirklich ein Traum, immer wieder auf der Hahnweide fliegen zu dürfen. Schade, dass wir nicht landen können, aber von oben sieht das auch sehr genial aus. Also so eine Packungssicht an Flugzeugen, das gibt es selten auf der Welt. Danke für die Organisatoren, wirklich super. Ja, wir danken dir dafür, dass du uns das Flugzeug gezeigt hast. Ein Applaus, Gerrit. Nochmal, oder? Morgen 14.10 Uhr, lokal. Sehr gut, freuen wir uns drauf. Vielen Dank. Da freue ich mich auch drauf. Bist du heute Abend da, oder? Hier geht eins nach dem anderen. Eine ganz andere Geschichte. Fliegerisch gesehen. Ja, jetzt kommt er zur Landung. Sie hören das. An, aus, Zündung, an, aus. Also man kann nicht wenige Fluggas geben. Der Motor läuft oder läuft nicht. Ja, super gemacht. Wollte er genau da aus, wo er hin wollte, wo sein Techniker steht. Mikael Karlsson aus Schweden mit seinem Fokker DR1. Und mal bitte jemand von der Beschallungstechnik. Allerdings sind die Flugzeuge nicht ganz leicht zu landen. Wir haben keine Landehilfe. Das heißt, also man muss wirklich ganz genau sich die Landung einteilen oder wie hier bei der ETEX, die man gerade sieht, im Seitengleitflug oder im Slip etwas die Fahrt oder die Höhe abbauen und wirklich mit einer ganz präzisen Anfluggeschwindigkeit hier im Endteil das Flugzeug deutlich länger in die Hand oder fängt an zu springen. Auch bei weitem Wind. Mittlerweile haben wir diese Maschine auf der Grenze gerichtet. Jetzt direkt vor der Cockpit. Die schnelle Jacke wird
Ja, super gelandet, dieser Riesentrümmer. Man sieht schon, was das für ein großes Flugzeug ist, Sea Fury. Also gleich, wenn er zurückrollt, mal schauen, ob er zuerst zum Tanken rollt. Ja, wir als Ausrichter sind unheimlich glücklich und froh und freuen uns mit Ihnen, liebe Zuschauer, dass wir mit einem so fantastischen Wetter zu tun sind. Und erstmal in der Geschichte des Oldtimer-Treffens haben wir eine Verschiebung gemacht. Normalerweise findet das Oldtimer-Treffen immer am 1. September rum. So, jetzt im Querflug zur Piste 3.1. Das größte einmotorige Jagdflugzeug im Zweiten Weltkrieg. Ursprünglich als Jäger konzipiert, wurde sie dann aufgrund ihrer Trägheit und Schwere doch mehr als Jagdbombe eingesetzt im Angriff auf Bodenziele. Und die Jagdrolle hat dann doch die P-51 Mustang übernommen. Ein riesengroßer Propellerkreis, ein riesengroßer Verbrauch, glaube ich. Und auch am Boden. Der spanische Lizenzbau der B-109, die Buchon. Ich glaube, das ist wirklich einzigartig für den Bahnhof-Weitlauf. Dass alle das gleiche Wort zu finden, wie sie eben hier der Reihe nach aufgestellt sind. Ja, du bist ja auch nicht nur hier als Gast jetzt eingeladen. Hier auf der Hahnweide beheimatet sind und ihre Geburtsumstände haben doch eine ganze Möglichkeit gegeben, noch ein gutes Bier zu trinken oder den Abend ausklingen zu lassen und vielleicht auch noch ein bisschen Party zu machen, zum Beispiel in der Hängerparty und in der Fliegergruppe Wolfgang-Halle gleich am Eingang. Ja, und Pilos lohnt sich ja wirklich bis zum Schluss zu bleiben, ganz großes Highlight, ganz am Ende, 19:30 oder ein paar Minuten später dann. Mit dem Red Bull Planex Team, wir haben das gestern Abend gesehen, das ist Gänsehaut pur. Wenn im Sonnenuntergang dann diese beiden Segelflugzeuge mit der Pyrotechnik an den Flügelspitzen, das ist was ganz Tolles und es lohnt sich auf jeden Fall zu bleiben bis zum Schluss, also bis halb acht dieser Programmpunkt. Und jetzt kurz vorm Aufsetzen die A9. Also im Wind und im Regen, während die Passagiere hinten, vier Passagieren an diese Maschine Platz geboten, während die schon in einer klimatisierten Kabine saßen. Gut geht das. Damals waren Radargeräte noch lange nicht so ausgereift, wenn gerade erst in der Entstehung und hat dann Flugzeuge losgeschickt, um die Feindsituation oder auch einfach nur das Wetter zu erkunden.
So, die F-13 jetzt im Anflug auf die Piste 3-1 von links. Anfluggeschwindigkeit schätze ich mal so 110 km/h. Wunderschön aufgesetzt.